Servus Leute, heute werde ich mal einen Spänebrenner bauen. Ist relativ simpel und ich habe jetzt hier noch zwei Füße drunter geschweißt, damit das ganze Teil ordentlich steht und nicht direkt auf der Wiese steht, damit die Wiese nicht direkt verbrennt. Außerdem habe ich hier noch einen kleinen Griff dran gemacht. Ich weiß, der wird wahrscheinlich auch relativ warm, aber wenn er kalt ist, kann man das Teil gut tragen. Und man kann, wenn man will, hier oben noch einen Topf draufstellen. Weiß nicht, ob ich das noch irgendwann mal brauchen werde, aber auf jeden Fall will ich jetzt mal wissen, ob man damit Späne verbrennen kann, denn ich weiß es selbst noch nicht. Also wenn das jetzt noch funktioniert, dann wäre das optimal. Ich werde mir jetzt mal ein paar Sägespäne holen. Aber vorher habe ich hier noch ein paar Anzünder. Da werde ich so ein, zwei unten als mal in den Schlot geben. Damit auf jeden Fall was Brennbares drin ist. Also was richtig Brennbares. Und jetzt hole ich mir noch ein paar Sägespäne und die fülle ich einfach mal da rein und schaue, ob man das Ganze zum Brennen bringen kann. So, schauen wir mal, ob das funktioniert. Man hat auf jeden Fall schon mal eine Sogwirkung, das ist gut. Und so fängt er an. Eben hat er noch ein bisschen gequalmt, aber hier kommt schon warme Luft raus und es qualmt nichts mehr. Ihr seht, ich habe jetzt hier eine Klappe draufgelegt und wenn man unten ein bisschen reinblast, dann kommt hier Falschluft raus. Aber wenn dieses Loch hier noch zusätzlich zu ist, dann zieht er hier oben noch viel besser. Und ihr seht, da kommen schon die ersten Flammen raus und das nur von Sägenspänen. Das soll es dann auch für heute gewesen sein. Das war mal so ein kleines Testexperiment, ob das Ganze hier so funktioniert. Und du kannst dir mal deine Meinung in die Kommentare schreiben, wie dir das Teil hier gefällt. Auf jeden Fall wird das hier nicht die Endvariante sein. Die nächste Variante wird ein gutes Stück, ja, umfangreicher sein. Die kann dann auch viel mehr. Das Teil hier ist cool zu mitnehmen und dann hat man eine schöne kleine Wärmequelle. Danke, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao.